liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV, wieder zu einer Map-Vorstellung. Ja, wieder eine Map. Und zwar die Alpina Map. Da habe ich nämlich schon Ausschnitte gesehen und die gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Eine kleine süße Berg-Map, sag ich jetzt mal. Die gucken wir uns wieder gemeinsam an. Wieder die Version 1, ganz frisch rausgekommen. Ich denke mal, die wird vielleicht auch noch umgeändert. Aber mal sehen, was sie alles hat. Dieser kleine schnuckliger Hof in den normalen Unterstellhallen, auch ein bisschen modern. Das Brunneli, das ist das Wohnhaus, dreistöckig, mini und klein, wunderbar. Jawohl, und da haben wir schon ein paar Maschinen. Aha, einen Fendt. Dünger, Sämaschine, zwei verschiedene Sämaschinen sogar, aha, und eine Grubber, da ist der Hänger, was ist da drin, gar nichts, also ich habe da auch noch Unterstellmöglichkeiten, sehr viel, ah ja, guck da mal, zwei Seedmaster, die sind sogar schon voll. Ah, also da müsst ihr auch wieder Flüssigdinger reinfüllen. Getreide und so weiter und so fort und bekommt dann eben dieses raus, geweihte Saatgut. Ja, wunderbar. Da hinten ist noch eine Riesenhalle, da sind zwei Silos, einmal Dünger, einmal Saatgut, okay. Da kann man rückwärts runterfahren. Da ist der Flug, da habe ich auch gerade entdeckt beim Rennen vorbeirennen und hier haben wir, was ist hier? Auch nochmal eine Unterstellhalle. Ah, hier sind die Drescher. Zwei Stück. Ich weiß nicht, die haben nur Holland. Und einen Case, oder? Bitte Case, bitte Case, jawohl. Zwei Drescher. Ja, gut. Ja, wir sind die Maschinen jetzt ein bisschen zu modern, aber mein Gott. Ja, ich renne mal ein bisschen schneller. So. Ich denke mal, das ist auch noch eine Unterstellhalle. Richtig. Ich habe da auch noch mal Unterstellmöglichkeiten. Also nicht schlecht. Da blüht schon der Raps. Nein, fein. Alte Wege, wie gesagt. Was ist das da? Da bin ich hier gelandet. Unterstellhalle. Und da ist eine Sojafabrik, oder? Ja. Da geht das auch. Hä? Wo bist denn du? Huch. Okay. Jo, nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt gerade geht und so. Aber es ist auf jeden Fall was mit Fabrik gibt. Ich suche jetzt gerade, ah, da oben, hey, guck da mal da oben, ah, Produktion für Schweinefutter, Saatgut und Mischfutter. Aha. Und dann schauen wir auch Paletten raus, ah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und hier habt ihr riesen Platz für platzierbare Objekte, wenn ihr noch was dazu bauen wollt. Wir sind jetzt auch ziemlich am Ende der Map, also hier ist dann Feierabend, da kommt nichts mehr, das ist ein weites Land. Vielleicht kommt dann noch was dazu, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, hier ist die Straße, da rennen wir auch mal entlang. Ja, was haben wir hier Schönes? Sieht aus wie der Fahrzeughändler. Hier ist wahrscheinlich der Fahrzeughändler. Jawohl, hier ist der Fahrzeugverkauf. Jawohl. Die Fahrzeuge haben auch eine süße Idee mit so einem, ja, Tunnel, kann man sagen. Nicht schlecht, der Specht. Dann Wald hat es hier eine Menge auch für Forstwirtschaft. So, hier ist das Dörfchen. Das finde ich richtig schnuckelig, weil das jetzt mich begeistert. Da ist glaube ich auch ein Stausee irgendwo, eine süße Brücke.
Da kann man auch wirklich mit dem Trecker drüber fahren, keine Angst. Dann ist hier oben eine kleine Berghütte. Da ist einfach nur eine Berghütte, ich glaube nicht, dass da was geht. Ja doch, Grill, Brotzeit, jawohl, Mangal, Wandern. Ja ey Leute, es gibt wirklich Maps, muss ich ganz ehrlich gestehen, da will ich spazieren gehen. Die sind einfach so geil gemacht, so toll, dass man da richtig Lust hat zum Wandern und so. Warum nicht? So, jetzt gehen wir mal kurz in den Fabrikskript rein. Gucken wir mal, ob es da irgendwas gibt. Ein kurzer Blick. Ist ja kein Thema. So, wir haben einen Düngemaster, einen Seedmaster, Silagemaker, Schweinefuttermaker, Sägewerk, Hackmaker, ein Sackmaker, wahrscheinlich Hackschnitzel. Jo. Dann Bigfoot, Schweinefutter, Saatgut und Dünger. Wer nicht, schlicht und einfach, hat der Bock noch irgendwas zusätzlich zu machen, gibt es eben diese Platz für platzierbare Projekte, wo ihr dann halt noch, wenn ihr Lust und Laune habt, eine Coca-Cola-Fabrik hinbauen könnt oder eben auch eine Nudelfabrik oder irgendwas Typisches, was weiß ich. Es gibt ja jetzt schon so viel, finde ich ja richtig toll. Ja, die Dorte sind begeistert. Ah, da kann man die Finanzen abschenken, das ist quasi eine Funktion wie eine Bank. Na, gucke an. Was ist da oben? Ist da auch irgendwas? So, das ist das. Ja, ich habe jetzt gedacht, so irgendwie, da kann man vielleicht auch noch die Felder kaufen. Wäre ich ja nicht schlecht gewesen. Wäre ja nicht schlecht gewesen. Ich werde auch nochmal Fahrzeuge reparieren lassen und so. In die kleine Werkstatt. Das ist auch nochmal. Jetzt auch nochmal zum Lager. Die Unterstellmöglichkeiten. Das ist auch alles von Heu und Stroh. Da auch nochmal so ein kleiner. Wasser. Guck dir mal die Landschaft an. Herrlich. Herrlich, ich finde das einfach nur herrlich. Richtig toll. Und ich flitz mal schnell dahin, ich hab schon das Sägewerk entdeckt. Jetzt kann man das Sägewerk. Nicht dann einfach, okay, nur ein Palettentrigger, schade. Ja, ich finde das ein bisschen traurig. Ich bin halt mehr ein Fan von, wo da mehrere Dinge rauskommen. Weil, wisst ihr, gerade wenn man Singleplayer spielt, ist es halt immer blöd, wenn man da immer erstmal eine Palette wegnehmen muss. Und dann wieder drauf warten und hin und her, das ist das Beste. Bunker. Guckt immer das an, ein Bunker. Ja, klasse, krass. Ein Bunker. Wahnsinn, ja, das ist so geil. Jetzt sind so kleine Details. Mal was Neues, mal was Schönes. Ach, das ist das Ende. Ja, herrlich. Ja, gut. Ja, ich bin gerade am Schwärmen. So, dann gehen wir mal hier Agrar 21. Das ist Agrar 21. Das ist eine Bahnlinie. Aha. Denke, ach, hier könnt ihr die Züge fortschicken. Ich denke mal Getreide verkaufen. Hier ist die Getreideverkaufsstelle. Nochmal was mit Zug wegschicken. Aha, der Holzzug. Hier könnt ihr aus Holz verkaufen. Nicht schlecht gemacht, ist auch mal wieder was Neues. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Finde ich toll. Finde ich echt klasse. Nicht schlecht, das steht. Cool gemacht. Agrio. Ja. Rohverkauf. Holz Eschweiler. Ach, da waren wir ja gerade. Ja, man muss jetzt mehrere Begriffe von einem und dasselbe. Ja. Lädenverkauf, Viehhändler, Hühnerstall, Produktion. Produktion. Ja, da waren wir ja gerade. Das ist auch mal was ganz Neues. Ja. Warum nicht? So, Sägewerk, Shop, Tankstelle,
Schafkörner, Schweinegehege, Schafweide, Getreidelager, Kuhweide. Ja. Ja, ich mache mal schlicht und einfach, mal gehen in die Lüfti. Da gucken wir es mal oben an, weil das ist echt eine schöne Map. Wir fliegen mal drüber, ihr habt gesehen, was ihr alles herstellen könnt. Ihr habt da wirklich Wiesen. Ja gut, die Wiese gilt gerade nicht da hinten. Wie gesagt, da ist auch noch eine Menge Platz. Ich denke mal, vielleicht wird es noch erweitert. Hier ist eben ja, der Fluss, wo von den Bergen kommt. Hier fliegen wir mal kurz entlang. Da ist die Stauermauer, seht ihr, das habe ich gemeint. Da ist es. Ich finde das wirklich wunderschön. Einfach nur eine kleine Staustufe. Einfach toll gemacht. Jawohl, da geht das Wasser runter. Eine kleine Insel, noch so eine Insel, wo das Wasser eben weniger wird und so. Und dann wie ein kleiner See, wie ein kleiner Stausee. Ich finde das richtig super gemacht. Wie gesagt, die Webbegrenzung sollte man noch dran arbeiten. Was ist das denn da? Guck mal, oh, ein Berg. Oh, da kommt auch immer mal Wanderer hin, mehr ist da auch nicht drin. Da gibt es immer eine Zufahrtsstraße, aber egal. Wie gesagt, hier ist Forst rechts und links. Da ist, haben wir gerade gesehen, da ist das mit der Eisenbahn, da ist die BGA, ganz klein, nur ein einziger Silo. Ich denke mal, das ist der Viehhändler da unten. Sieht irgendwie danach aus. Da ist noch die Eisenbahnbrücke. Jawohl, schön durch die Felder. Das liebe ich immer. Da kann ich immer nur hoffen, dass die Brückenpfeiler Kollision haben. Das nervt ein bisschen. Ja, das war's dann schon. Seht ihr, einfach nur Felder, ein bisschen von Bäumen umrahmt, kleine Felder. Kann man also auch ein Nostalgieprojekt machen, so irgendwie. Nicht schlecht, richtig süß, goldig, wie gesagt, besonders das mit der Staustufe gefällt mir sehr gut, da sind wir ja gerade drüber geladen, so hat es ein Berghaus. Was ist das denn da? Jo. Ach, eine Tankstelle, guck doch mal an, das ist eine Tankstelle. Kann ich Fahrzeuge tanken, mehr ist da nicht. Ja, hier ist die Staustufe. Das ist noch ein Acker davor. Ah, das ist richtig gründlich gemacht. Da werden wir ein bisschen mehr ran. Ach, ich liebe das. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach was Schönes. Nicht schlecht, das Bett. Ja, das war die Alpina Map. Wie gesagt, das ist was für kleine Projekte. Das ist was Goldiges. Da kann man, denke ich mal, viel machen. Gehen wir nochmal in die Luft zum Verabschieden. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war, wie gesagt, die Alpina Map. Eine ganz kleine, schnuckelige Bergmap. Ein paar Felder, Wiesen, kleine BGA. Dann nur Produktion für Saatgut, Dünger und so weiter und so fort. Ein kleines Sägewerk, um Holzbretter zu verkaufen oder halt insgesamt Holz zu verkaufen. Sonst nichts. Eine kleine Fläche für platzierbare Objekte, da könnt ihr ja was mit Produktion eben hinbauen, ist ja okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, euer Rockpower, hat es euch gefallen, lasst einen Daumen, Abo, Kommentar da. Mir gefällt die Map, die ist süß, wenn sie noch schön funktioniert, einwandfrei, wie gesagt, bis auf die Map-Begrenzung. Hier sehe ich doch, was ist denn das da hinten? Moment, da muss ich noch schnell hin. Da muss ich noch ganz schnell hin, weil ich... Ach, ein Ballon, okay, alles gleich. Das ist ein Ballon, wo einfach rumgeht. Ja, das ist okay. Gut, wie gesagt, ich sag tschüss, bis zur nächsten Map-Vorstellung oder nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, tschüss.